einem exotischen Traum gleich, entsprungen aus tausend und einer Nacht. Rhythmisch und sinnlich, so sind die Bewegungen des orientalischen Bauchtanzes. Kaum zu vergleichen mit bekannten Standardtänzen, bringt diese Art der Bewegung ganz neue Möglichkeiten in den Tanzsaal. Diese werden in der neu eröffneten Tanzschule Tanztraum in Graz nun auch weitergegeben. Der orientalische Tanz unterscheidet sich ganz klar durch, dass ich den ganzen Körper bewege, dass ich weiche Bewegungen habe, dass ich meine Gefühle auch ausdrücken kann. Das ist ein sehr, sehr femininer und schöner Tanz. Die Hüften kreisen, es klimpert und klingelt, das Haar flattert. Nicht nur schön anzusehen ist der Bauchtanz. Es werden beim Tanzen alle Körperteile genutzt und so wird neben der Freude beim Tanzen auch an der Fitness gearbeitet. Das Wichtigste bleibt dennoch die Möglichkeit des Ausdrucks. Kaum ein Tanz bietet so viel Spielraum im Reich der Gefühle. Was ich ganz besonders im orientalischen Tanz liebe, ist einfach, ich kann mich ausdrücken. Ich habe das auf vielen anderen Tanzarten vermisst. Entweder war ich eine rassige spanische Tänzerin, was wirklich immer stark war, oder beim Ballett war ich immer das feine Elfchen. Beim orientalischen Tanz kann ich alles sein. Das heißt, ich kann mal traurig sein, ich kann mal fröhlich sein, ich kann mal introvertiert, mal extrovertiert sein. Ich darf wirklich so sein, wie es gerade mein Gefühl ist. Und das ist das Schöne dran. So sein, wie man gerade möchte, das bietet der Bauchtanz. Bei der Eröffnungsfeier des Tanzstudios wurde dann auch gezeigt, was alles in dem Tanz steckt.